Ja, hallo Leute! Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Harveys Neue Augen. Das letzte Mal waren wir ja. Ist Freeman in den Brunnen gefallen, genau. Und da haben wir ihm ja. Den Bienenstock aus Versehen hinterher geworfen und den Brunnen mit Wasser gefüllt. Würde ich mal sagen, gehen wir jetzt auch mal zum Brunnen und schauen mal, wie es unserem guten Gordon Freeman geht. Oh weia. Boah, sieht der böse aus. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln, aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Okay. Haben wir was? Vielleicht den Pinsel. Ja, jetzt haben wir Honigpinsel. Perfekt. Ich würde mal sagen, schauen uns Freeman mal an. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Reden wir mal mit Freeman. Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Okay. Das ist wohl eindeutig. Wir müssen also irgendwie den Schlüssel bekommen. Und ja, aber ich würde sagen, kümmern wir uns erstmal um unsere Aufgabe, dass wir die Termiten vom Baum entfernen sollen. Und hinterlassen wir etwa eine Spur? Tatsächlich, wir hinterlassen eine Honigspur. Ich sagen, benutzen wir vielleicht mal den Honigpinsel mit den Termiten. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. An den Baum? Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Oh. Was denn da? Komposttonne. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Okay. Honigpinsel plus Komposttonne? Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Ah, wie süß. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Oh je, ich habe das Gefühl, dass das der arme Freeman war. Der arme Kerl. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Von den Gnomen habe ich gehört. Und das hier, naja, sieht ja nicht gerade sehr einladend aus. Also, die Gnome sollen immer dann auftauchen, wenn Lilly etwas ganz Schlimmes sieht. Also, damit sie sozusagen verkraften kann,
spielt ihre Fantasie eben dann Streich und so ein knuffiger kleiner Kartoffelgnom hier taucht auf. Freeman hatte Lilly den Kellerschlüssel dagelassen. Wie nett von ihm. Der Arme. Okay, damit haben wir den Kellerschlüssel. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Okay. Ah, guckt mal. Kellertür. Benutzen wir doch mal den Kellerschlüssel mit. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Genau. Und dann haben wir es endlich in den Keller geschafft. Mensch. Geht doch ruckzuck hier voran. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach gleich die Schaufel mit. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Okay, die Schaufel ist größer als Lilly selbst. Wo hat sie die jetzt hingesteckt? Die Pressluft haben wir nebenbei auch. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Alles klar. Ofen. Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Ja. Also Lilly scheint wohl psychisch dahin zu sein. Da ist das Fenster. Okay, gehen wir wieder hoch. Zum Hintergarten. Und ich würde sagen, wir benutzen jetzt mal die Schaufel mit dem Beet. Yay! Du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Fliegerbombe? Fliegerbombe. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Okay, ich habe ein bisschen Angst gerade, aber was soll schon passieren, nicht wahr? Ist ja nur eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Okay, gut. Zum Glück. Yippie! Du hast es geschafft! Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Girl schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert,
Es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn ihr zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort! Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh da doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind! Okay. Das war eine etwas längere Cutscene, wenn man das so nennen kann. Und ja, wir müssen die Katze füttern. Alles klar, ich finde die Musik so geil, die gerade gespielt hat. Also diese Orgelmusik. Okay, da haben wir Katzenfutter. Das geben wir dann mal der Katze, würde ich sagen. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Dr. Marcel? Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Ja, Dr. Marcel. Edna und er haben eine Vorgeschichte, und zwar aus dem Spiel. Edna bricht aus. Da war Edna nämlich in einer Klapsmühle, wo Dr. Marcel behandelt hat. Und naja, ein paar lustige Dinge geschehen. Nehmen wir mal die Murmeln. Sollen wir da in den Schlafsaal? Wie sonst was, außer noch Edna? Stickkissen. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Arme Lilly. In den Schlafsaal. Wer sind das denn? Shai und Zuka. Ah ja. Reden wir mal mit denen. Shibuya Power! Shibuya Power! Volcano Pananoka! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Shing! Shing! Alles klar, die haben ja irgendwie volle in einer Waffe.